Moin Leute, herzlich willkommen bei Castle Nerdskull zu einer neuen Folge Game Talk. Heute im XXL-Format, denn wir widmen uns mal wieder unseren Top 50 Videospielen. Das letzte Video ist schon 2,5 Jahre her. Anno Tobak ist das gewesen. Ja, ne, und da tut sich halt einiges. Wir haben auch ausgetauscht. Und zwar ist der Kevin, ihr kennt ihn, wieder mit dabei, weil der andere Kollege ja, ist verschollen. Glaube ich. Ja, lumpig. Lumpig. Also, es geht um unsere Top 50 Videogames. Wir machen es wie beim letzten Mal, dass wir immer alle 10 Plätze einen kleinen Break machen. Und ja, wollen wir zwei, drei Sätze zu unseren Listen sagen? Können wir ja machen. Hat sich bei dir was verändert? Bei mir hat sich einiges verändert. Und zwar nicht nur, dass neue Games dazugekommen sind, weil in 2,5 Jahren spielt man ja so einiges. Und da lernt man eventuell auch Sachen kennen, die einen übelst wegflashen. Es haben sich auch Plätze verschoben und viele Sachen sind rausgeflogen, ohne Ersatz, weil ich mit einem anderen Auge da drauf geguckt habe. Einerseits haben sich halt meine eigenen Präferenzen verändert. Andererseits ist es aber auch so, dass ich diesmal gedacht habe, okay, wo ist vielleicht die Nostalgiebrille ein wenig zu präsent gewesen und was ist wirklich flashend und prägend für mich gewesen. Und daher, ja, es ist sicherlich noch viel von 50 vorhanden, aber da hat sich schon gut was bewegt. Da schließe ich mich an. Also beim letzten Mal bin ich eher so an die Liste gegangen, so eine allgemeingültige Liste zu machen, also die irgendwo, sag ich mal, auch in ein paar Jahren noch Bestand hat, und diesmal bin ich wirklich dran gegangen, wie ist der Status jetzt quasi, ne? Weil halt wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, man Spiele gespielt hat, die einem jetzt gerade momentan im Gedächtnis hängen und jetzt gerade momentan irgendwie beeindruckt haben und dann vielleicht mehr als ein Spiel, was man vor 20 Jahren oder so das letzte Mal gezockt hat. Absolut, ja. Du warst ja beim letzten Mal noch gar nicht dabei. Nee. Für mich war das jetzt auch eine ganz neue Nummer. Ich habe mir auch nie großartig Gedanken darüber gemacht, wie ich das jetzt alles so machen würde. Und ich hatte mir die Videos ja von euch damals schon angeguckt. Ein Fan. Sehr gut. Ja. Und ich sage auch mal, wenn ich den Dennis jetzt vor 2,5 Jahren nicht kennengelernt hätte, würde ich wahrscheinlich einige Games, die jetzt auch hier in der Liste drin sind, gar nicht gezockt haben. Man beeinflusst sich natürlich. Weil der Kerl hat ein bisschen dafür gesorgt, absolut, dass mein Geldbeutel ein bisschen dünner wurde. Das bist du selber schuld. Ich gebe nur Impulse. Die haben gereicht. Nee, aber war für mich doch schon ein bisschen schwierig, das jetzt ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich stand dann teilweise vor meinem Regal und denke, boah, ja, das könntest du, ah, nee, das vielleicht nicht, aber dann hast du da das und das. Aber war ein bisschen schwierig. Ist nicht einfach. Nee. Man befruchtet sich auch, fand ich einen wichtigen Ausspruch, weil das ist tatsächlich auch in der letzten Zeit oft so gewesen, dass man sich gegenseitig austauscht, Empfehlungen gibt. Die sind nicht immer dann der Geschmack des anderen, aber oft genug merkt man doch, oh, cool, das war eine geile Empfehlung. Oft genug, gerade ich, dass ich gesagt habe, nee, das wird niemals geil, das zockst du nicht. dann trotzdem geil gefunden. Dann doch. Dann doch. Du wolltest ja auch nie die Switch im Handheld benutzen. Das ist richtig. Da sage ich gleich noch bei einer Platzierung von mir was zu. Meine ich. Soll ich anfangen? Ich fange an. Fang an. Ich fange an. Oh, muss ich mal weggucken, nicht mehr spoilern. Ich versuche das so gut es geht. Mein Platz 50 war beim letzten Mal auch schon dabei. Auf Platz 48 hat sich jetzt also nicht so ganz viel verändert. Es musste aber irgendwie noch mit rein. Ist aus dem Jahr 2014. Der erste Teil wirklich noch so indie-mäßig und es ist dann eine Trilogie geworden. The Banner Saga. Ah, okay. The Banner Saga von Stoic Games. Auf dem PC habe ich es gespielt. Hat mich am Anfang halt enorm diese Optik gereizt, weil das halt aussieht wie so ein Zeichentrickfilm aus den 80er Jahren. Also Herr der Ringe oder halt das letzte Einhorn. So sind halt die Visuals. Und es ist ein ganz interessanter Genre-Mix, weil du zum einen rundenbasierte Taktikgefechte hast und zum anderen aber auch so ein, ja, ich würde fast sagen, so ein Management-Aspekt, weil du, das spielt in so einem nordisch-mythologischen angehauchten Setting, da ist halt gerade so eine übelste Katastrophe und die unterschiedlichen Völker schließen sich zusammen und du hast so eine Karawane und du musst mit den Ressourcen, die du hast, enorm haushalten. Also weil die Ressource ist gleichzeitig die Nahrung, um deine Karawane am Leben zu halten, aber du brauchst die auch, um deine Charaktere zu leveln, um besser zu machen. Das heißt, du stehst immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt, na, will ich jetzt alles in meine Charaktere buttern, damit der nächste Kampf einfacher wird, dann sterben mir aber vielleicht 50 Leute von der Karawane weg. Und dann hast du halt auch immer so kleine Visual Novel Parts, wo du auch Entscheidungen treffen musst, die teilweise echt hart sind, weil da kann es auch passieren, dass mein Hauptcharakter dir wegstirbt, wenn du die falsche Entscheidung triffst. Also, und dann in dieser Trilogie, die dann auch das Ganze zu einem epischen Abschluss bringt, The Banner Saga, musste für mich einfach
nochmal in dieses Ranking, wenn auch ganz knapp auf dem 50. Platz. Ich glaube, das hattest du mir auch mal empfohlen, wo ich mal nach so ein bisschen nordisch angehauchten Spielen gefragt habe, hat sie gesagt. Es gibt es auch für die Switch mittlerweile, aber das ist halt auch so ein Game, das würde ich, wenn, auf dem PC zocken. Allein weil Rundentaktik, Maus, Tastatur. Ne? Ich meine, wenn man keine andere Chance hat, dann ja, kann man es auch auf der Switch zocken, natürlich. Doch, wenn man seine Grafikkarte wegschmeißt, so wie gerne. Ja, zum Beispiel. Habe ich verkauft. Ja, cool. Kann ich nichts zu sagen, nie gespielt. Mach ja, du? Wie rum? Ja. Machst du? Ich? Oder du? Okay. Okay, dann mache ich. Mein Platz 50 ist neu in der Liste. Oha, da geht's schon los. Ja, da geht's schon los. Und zwar ist das ein Befruchtungsgame. Da wurde ich von dir, lieber Patrick, draufgebracht. Wäre sonst in meinem gesamten Leben nicht auf meinem Schirm aufgetaucht. Es ist auch ein Genre-Mix. Visual Novel. Er atmet schon schwer. Visual Novel mit Echtzeitstrategieanteilen. Nicht Echtzeit, mit Rundenstrategie. Okay. Nicht Echtzeit, yes. Rundenstrategieanteilen. Yes. Es sind die Sunrider Games. Yes! Was soll ich dazu sagen? Ich habe es bei unserem letzten Video vor 2,5 Jahren von Patrick gehört und im Nachklapp hast du mir das halt echt auch nochmal warm geredet. Ich war ein bisschen zwiegespalten, ob ich da jetzt Spaß dran habe, vor allem weil der erste Teil Free-to-Play ist und ich bin ja so ein bekackter, so ein Nerd. Ich sag Free-to-Play spiele ich nicht. Ich habe so viele Spiele, für die ich Geld bezahle. Jetzt spiele ich doch nichts, was wo, nee. Sondern habe ich das angefangen und einerseits sind die Charaktere fantastisch geschrieben. Mhm. Das Storywriting an sich ist unglaublich verworren, verwickelt mit so vielen Irrungen und Wirrungen und führt zu so einem genialen Finale, das mich mindgeblowt hat, mehrfach am Stück. Ich weiß noch, dass du mir irgendwie, es war auch nachts, ja, um keine Ahnung wie viel Uhr geschrieben hast, so jetzt gleich Finale, und dann irgendwann kam eine Stunde, zwei Stunden später so, keine Ahnung, ich komme nicht mehr klar. Ist so, ich war weg. Also da war für mich war wirklich Ende, weil die Story so geil war. Aber abgesehen von diesen, ich erzähle übrigens nichts von der Story, außer dass es halt ein Weltraumsetting hat und in einem Krieg spielt, weil alles andere wäre gespoilert in dem Punkt tatsächlich. Du spielst halt mit Charakteren, die in Battlemax unterwegs sind und die mit einem Flottenverband in dieser Rundenstrategie dann agieren. Und das Coole an dem Spiel ist, was ich hervorheben muss, diese Rundenstrategie ist fantastisch. Also es ist nicht nur eine gute Visual Novel, sondern dieser nicht kleine Rundenstrategie-Teil ist wirklich bockhart, mega, mega schwer und richtig, richtig gut umgesetzt. Grafisch sehr rudimentär, also der Strategieteil, da hätten sie meines Erachtens ein bisschen mehr machen können, aber muss man auch nicht. Also reicht ja, wenn ich auf den Hexagons irgendwie sehe, was habe ich da für eine Einheit und so. Hat's für mich echt in die Liste geschafft, weil hat mich weggeflasht. Vollkommen zu Recht, Sunrider, mein Platz 50. Mega. Ich hoffe so auf den nächsten Teil. Ja. Es kommt bald, hoffentlich. Teil 4 ist angekündigt. Die haben sogar ihr Projekt, was sie eigentlich geplant hatten, haben sie jetzt nach hinten geschoben, weil so viele Fans Sunrider 4 haben wollten. Zu Recht. Das Spiel ist fantastisch. Ja. Spielt das. Erster Teil Free-to-Play auf Steam. Ja. Gebt euch. Cool. Jo, mein Platz 50 ist auch neu in der Liste. Kleiner Karlauer. Und eigentlich ein totales Kackspiel. Also wirklich komplett scheiße. Das ist doch E.T.? Nee, so scheiße auch nicht. Superman 64. Auch nicht. Nein, das habe ich eigentlich auch nur in die Liste genommen, weil ich habe 1998 meine PlayStation bekommen zu Weihnachten. FIFA 98. Und vorher kam mein Onkel schon, ne, wir haben ja immer groß bei Oma und Opa gefeiert, und vorher kam mein Onkel und hat mir dann ein kleines Geschenk in die Hand gedrückt, ich packe das aus. Da war das ein originales Spiel und eine Memory Card. Und da dachte ich nur, du Penner, da kann ich doch gar nichts mit anfangen. Weil da hatte ich die PlayStation noch nicht. Ja, und als ich die dann abends dann bekommen habe, dann natürlich direkt angeschlossen, das Spiel reingelegt, WWF WrestleMania The Arcade Game. Entschuldigung. Was ist dein Problem? Das Spiel hat einfach, weil es mit dem Spiel quasi meine Liebe zu PlayStation 1 halt angefangen hat. Okay, das war mein allererstes Spiel, das habe ich dir auch schon ein paar Mal erzählt. Ja, ja. Und dann hast du mir irgendwann einen Link geschickt, wo ich es dann nochmal kaufen konnte. Weil Wer ist dabei? Hulk Hogan und so? Oder ist das schon... Der Undertaker ist dabei, Doink the Clown ist dabei. Doink! Ja, so heißt er. Geil, ich mag ihn. Razor Ramon ist, glaube ich, dabei. Yokozuna? Brett Hitman Hart. Yokozuna ist, glaube ich, auch dabei. Mega. Kann man, glaube ich, nur 8 oder 10 Kämpfer. Ich weiß nicht mehr genau, wer jetzt alles geil dabei ist. Aber wie gesagt, das war mein allererstes PlayStation-Spiel, mein erstes eigenes PlayStation-Spiel.
Ne, dann hat mein Onkel natürlich dann hinterher immer noch hier, ich kann dir das besorgen. Ne? Und dann hat er natürlich immer die gebrannten CDs rübergeschoben. Aber das war halt original bei mir zu Hause damals und das war mein erstes Spiel und deswegen hat es auch für mich einen Platz in dieser Liste verdient. Okay, cool, krass, strange. Ja. Bisschen ist strange. Trotzdem ein Kackspiel. Echt schräg, aber ja. Ein bisschen. Ich hau mal einen raus. Mit Platz 49 ist nämlich ein neues Spiel und hat, glaube ich, mit den schlechtesten Metascore hier bei mir im Ranking nämlich nur 71. Du hast jetzt so viele Daten, du hast wieder ein ganzes Spreadsheet mit Daten. Ja, natürlich, ich will ja ein bisschen was dazu erzählen. Und hätte man mich vor 2 Wochen gefragt, hätte ich niemals gesagt, nein, das hat niemals Top 50 Potenzial. Das ist dein Problem. Es ist Days Gone. Es ist Days Gone. Wir haben ja darüber gesprochen, du hast gesagt, du kennst halt einige, die sagen, das flacht halt ab. Dass es nach 25 Stunden halt eben verliert. Ja. Bei mir aber ist es genau andersrum. Die ersten 10 Stunden, möchte ich fast sagen, musste ich mich mit den spielerischen Fails auseinandersetzen, die das Spiel durchaus hat. Also immer nur eins. Und es nervt mich dermaßen, dass du für alle Aktionen die Taste gedrückt halten musst für 2 Sekunden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du willst einen Gegenstand aufnehmen, nicht einmal kurz drücken, nein, und gedrückt so halten. Für jeden Scheiß. Das nervt halt irgendwie. Ja. Und am Anfang war das Looten halt auch nicht geil, weil du am Anfang, also vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, das ist natürlich von Sony, es ist ein Open-World-Ding und es ist so ein Zombie-Apokalypsen-Ding, wo du halt einen Biker spielst in Oregon. Und am Anfang hatte ich halt auch mit dem Loot meine Probleme, weil du am Anfang so wenig Sachen auch craften konntest, dass du halt immer Max warst mit den Items, die du finden konntest. Und das erweitert sich aber immer mehr im Laufe der Spielzeit. Und was ich an Days Gone, die Qualitäten, die ich an Days Gone halt einfach schätzen gelernt habe, ist die Open World. Die ist richtig, richtig gut, weil sie ist null überladen. Du hast nicht dieses Open World Phänomen, dass du überall Markierungen hast, sondern eigentlich hast du immer nur, wenn überhaupt, die Markierung von dem Auftrag, den du gerade hast. Und dann hast du zwischendurch mal, dass da eine Tankstelle ist, wo du halt Sprit für dein Motorrad auftanken kannst. Dann hast du da mal so einen Nero-Außenposten, das ist halt die, ja, ich sag mal, die Organisation, die vor dem ganzen Palaver die Zombies bekämpft hat. Aber das war's dann halt auch schon. Du hast nicht überall diese Fragezeichen. Es gibt Fragezeichen, die ploppen dann auf, aber die sind nur 10 Sekunden da und das sind halt so Events, die random in der Welt passieren. Das heißt, du siehst dann Fragezeichen in Richtung Nordost, dann kannst du da hingehen und dann hast du da ein kleines Event, zum Beispiel, dass da gerade Straßenräuber sind, die irgendeinen Typen gerade foltern. Wenn du es aber ignorierst, dann ist das auch weg. Also es ist eine Open World und keine Open World. Richtig. Mhm. Und es ist unglaublich dynamisch, es sieht sehr hübsch aus. Am Anfang hatte ich auch Probleme mit diesem Hauptcharakter, weil so dieser Biker, diese Biker-Attitüde so, ich fluch ständig, ich bin ständig aggro, hab ich so gedacht, boah, was ein Spacko. Aber auch da schaffen sie es im Laufe der Handlung durch Rückblenden mit seiner Frau ihn nahbar zu machen, seine ganzen Ambitionen und seine Gefühle und so weiter nahbar zu machen. Und ich habe jetzt, weiß nicht, 50, 60 Stunden reingeballert, bin noch nicht am Ende, aber es macht mir echt viel, viel, viel Spaß. Und was du in der Open World machst, finde ich, haben sie gut in das Setting integriert, weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich muss da Zombie-Nester abfackeln, damit diese Route der Straße sicherer ist, damit ich halt auch Schnellreiser freischalte, dann finde ich, ist das intelligent in das Setting implementiert. Du machst halt nichts, wo du denkst, ja, wie sinnlos ist das jetzt? Ich mache keine Nebenaufgabe, sondern ich mache was das Spiel, die Spielwelt in irgendeiner Form beeinflusst. Und das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut aktuell. Crazy Shit. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass das in die Liste kommt. Ja. Wie gesagt, ich kenne zig Leute, die es gespielt haben und die sind alle irgendwann ausgestiegen. Du bist der erste von 6, 7, 8 Leuten, die ich kennenlerne, die es jetzt durchziehen. Alle anderen haben abgebrochen. Heißt was. Ich glaube, du bist auch der, von dem ich am meisten halte, vor diesen 7, 8 Leuten. Von daher, vielleicht gucke ich doch mal rein. Vielen Dank. Platz 49, same shit, different year, Loadrunner. Der gute alte Klassiker Loadrunner. C64 ist die Version, die ich gezockt habe, gibt es aber auf allen Golden Age Konsolen und Heimcomputern. Es gab auch eine Arcade-Version, ganz simplizistisches Gameplay. Du rennst, kannst mit einem... Ach, das war schon drin letztes Mal. Ne? Das war schon, gerade erinnert. Ja, same shit, different year. Das meinte ich damit, genau, okay. Das war schon drin letztes Mal. Sogar auf demselben Platz. du rennst, du kannst mit einem Knopfdruck eine Bodenteil hinter oder vor dir entfernen. Nicht, ja. Und wenn ein Gegner reinfällt und diese Bodenteil wächst wieder zu, die wachsen nämlich nach 1, 2 Sekunden wieder zu, ist der Gegner besiegt. Und
Das ist das ganze Spielprinzip. Und daraus ergibt sich ein Puzzle-Plattformer in nicht scrollenden, sondern feststehenden Screens. Für mich, ähnlich wie Kevins Platz 50, ein ganz, ganz krasses Nostalgiespiel, weil es war eines der ersten Spiele, die ich damals gezockt habe, und halt auch eines der Spiele, die ich permanent mit meinem Papa gezockt habe. Da sind wir mega steil drauf gegangen und Joystick hin und her von Leben zu Leben gewechselt. Und es ist ein Evergreen. Also es gibt ja diese Spiele, die tatsächlich so schlecht altern, gerade aus der Golden Age, die kannst du dir nicht mehr geben. Und Loadrunner gehört zum Beispiel wie Pac-Man oder Galaga in die Riege von Spielen, die man immer noch fantastisch spielen kann. Es ist gerade vor einem oder zwei Jahren roundabout ein Remake rausgekommen auf PS4 und auf Switch. Wollte ich mir kaufen, aber das war so weit weg vom Quellmaterial und so scheiße umgesetzt, dass ich gesagt habe, nee, da bin ich raus. Aber ja, Loadrunner, mein Platz 49. Ja. Geblieben. Schön. Mein Platz 49 ist ein Beat'em-up, also ein Kampfspiel, ein Prügelspiel eines größeren Anime-Franchises. Das kann ja nur Dragon Ball oder Naruto oder One Piece sein. Richtig. Dragon Ball schätze ich bei dir. Dragon Ball Final Bout für die PlayStation 1. Für die PlayStation 1? Nie gespielt. Krass, auch nie gespielt. Ich habe im GameCube das erste Mal ein Dragon Ball Spiel gespielt. Ich habe das Spiel damals entdeckt, zeitgleich, wo Dragon Ball Z auf RTL 2 lief und dann auch immer nach der Schule damit möglichst vielen versammelt, um Dragon Ball Z zu gucken. Ja, und natürlich, dann, wie man das so gemacht hat. Und dann vorher, nachher und sogar in den Werbepausen, also so zwischen den Folgen, dann das Spiel eingeschmissen. Ne? Und dann mit Goku, Freezer, Cell, Broly war, glaube ich, auch dabei, immer so schön dermaßen auf die Fresse gehauen. Und dann gab es dann noch den Level-Modus, dass du deinen Charakter halt verstärken konntest und dein Lebensbalken wurde immer voller und voller. Und ich sage jetzt mal Story-Modus, in Anführungsstrichen, den gab es jetzt nicht wirklich, aber wenn du dir einen Charakter ausgesucht hast, so wie Son Goku zum Beispiel, war meistens der Endgegner Freezer, von Gohan war meistens der Endgegner Cell, so wie halt auch in dem Z-Anime. Mhm. Aber das war einfach ein mega geiles Spiel zu der Zeit und auch gerade mit Dragon Ball Z so im Hintergrund noch, das hat schon Bock gemacht. Und sonst bin ich eigentlich auch so gar nicht der Fan von irgendwelchen Beat'em-Ups oder Prügel-Brawlern, was weiß ich, bin ich. Guckt nicht so. Da ist auch wieder Nostalgie mit drin, ne? Da ist wirklich Nostalgie mit drin. Da habe ich einige Spiele, das sage ich schon vorab. Das sagt der Kevin aber mal. Ja, das sagt der Kevin. Der hier die Nostalgie-Liste auf den Tisch legt. Ja. Ich habe das nie gespielt. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt bis zu meinen Sammlertagen. Ich dachte, die Dragon Ball-Spiele haben erst viel später angefangen. Es gab doch sogar eins für ein Game Boy. Und ja. Ja, okay. Komm. Ja, also Super Nintendo. Ja. Und ich glaube, für ein NES gab es aber auch eins. Oder fürs Famicom. Nein. Famicom? Ja. Aber NES nicht. Ja, ist ja gut. Ja, sorry. Das weiß ich aber. Ja, cool. Mein Platz 48 war beim letzten Mal auch schon dabei, hat aber ein paar Plätze verloren, war auf Platz 36. Und das ist so ein Spiel, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, das wird mit der Zeit seinen Impact verlieren. Bei der letzten Liste hatte ich es gerade frisch abgeschlossen. Und zwar war das Spider-Man für die PlayStation 4. Und es ist ein Popcorn-Spiel, es ist gepolished, es hat jetzt auf Anhieb nichts, wo ich sage, das ist ein grober Schnitzer im Gameplay. Ja. Ne? Was mir halt gefallen hat bei dem Spider-Man-Spiel war halt zum einen das Schwingen. Ich habe in dem Spiel nie die Schnellreisefunktion genutzt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, sich durch diese Häuserschluchten von New York da zu schwingen. Das Kampfsystem war gut, schön flott, schön griffig, hat Spaß gemacht. Sorry. Ich fand auch im Gegensatz zu dir die Sammelaufgaben schön in das Setting integriert, noch witzig, ne, diese Rucksäcke, die man sammeln muss, wo er dann irgendwann sagt, er hat irgendwann mal ein Gewinnspiel gewonnen, lebenslangen Rucksackvorrat oder so, fand ich halt geckig inszeniert. Und was damals halt dafür gesorgt hat, dass es auch so weit oben war, war einfach die Story. Dieser Knall am Ende, wo ich auch gesagt habe, boah, das trauen sie sich jetzt hier zu machen. Ja. Ne? Und aber wie gesagt, es hat jetzt schon stark nachgelassen und ich denke mal, so wenn man in zwei Jahren eine Liste macht, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann nicht mehr in der Liste drin ist. Das ist halt so ein Spiel, das verliert mit der Zeit. Obwohl es rundum ein tolles Gesamtpaket ist. Richtig, aber das ist kein Langzeitspiel. Das bleibt nicht hängen. Ist aber auch okay, finde ich. Ist es okay. Dass man solche Spiele trotzdem auch noch irgendwie mit bedenkt und dann halt einfach akzeptiert, dass der Impact nachlässt. Also du hast es ja, wie gesagt, beim letzten Mal ganz frisch erst abgeschlossen. Und es war relativ weit oben, ne? Platz 36 war es. Ja. Das ist aber auch so ein Spiel, was du, glaube ich, auch nur einmal durchspielst. Ja, weil ich habe dieses Jahr noch ein zweites Mal versucht. Nee. Hat nicht mehr so gepackt wie beim ersten Mal. Bei mir ist es ja so, ich habe vor kurzem erst Miles Morales gespielt.
ähnliche Geschichte, halt Popcorn, aber vollkommen nichts sagen. Ne? Ja. Also ich habe es vollkommen genossen, es macht alles richtig, es ist ein super Spiel, genauso wie Spider-Man 1. Aber am Ende des Tages ist es halt nur ein Game gewesen, so wie, weiß ich nicht, wie ein guter Actionfilm. Ja, oder wie ein Big Mac. Cool, okay. Mein Platz 48 ist etwas nach unten gerutscht, aber war auch in der letzten Liste schon vorhanden. Und zwar ist es ein N64-Spiel. Superman. Ja, Superman 64. Es ist fantastisch, mit Superman durch die Ringe zu fliegen. Ich spiele es immer wieder gerne. Nee, es ist für mich ein Multiplayer-Titel hauptsächlich gewesen damals. Und zwar 4 Spieler, Splitscreen. GoldenEye. Ach, GoldenEye. Ja, der. Hab ich GoldenEye totgezockt, meine Fresse. Ey, immer mit 4 Leuten bei mir im Kinderzimmer damals noch gesessen. Es war 96, 97 oder so. Und mit 4 Leuten den Multiplayer totgezockt. Wer Oddjob genommen hat, den kleinen, wo man grundsätzlich über den Kopf geschossen hat und nach unten ziehen musste, der hat direkt eine Nackenklatsche gekriegt von dem. War der nicht irgendwann auch gesperrt, so mehr oder weniger, dass man den nicht nehmen durfte? Ich weiß, nee, damals gab es ja keine Patches. Okay. Nein, ich meine, dass du gesagt hast, wer den nimmt. Ja. Stimmt, ich habe gesagt, wir haben den selber rausgepatcht. Ja, wir haben den selber rausgepatcht. Das war quasi ein Hardware-Patch, weil wer den genommen hat, der hat dann Nackenklatsche gekriegt. Und dann immer mit den scheiß Proximity-Mines auf dem Klo versteckt und die Minen gelegt und wenn einer, also es hat einfach nur Spaß gemacht. Nach wie vor fantastisch. Es gibt viele Leute, die spielen es heute noch im Multiplayer. Ich würde es nicht mehr machen, einfach weil ich die Steuerung, als jemand, der über die Jahre mit der Shooter-Steuerung auch gewachsen ist, nicht mehr als adäquat empfinde. Mit diesem Krüppel-Controller, ich hasse den N64-Controller, und dann irgendwie Bewegung auf den 4C-Buttons und einem Analogstick, das geht heutzutage gar nicht mehr klar. Aber das hat einfach so viel Spielzeit bei mir eingenommen und es war damals so fantastisch programmiert. Ist, glaube ich, auch im Metascore 90er-Bereich irgendwo. Also ziemlich weit oben. Ziemlich weit oben. Es wird auf jeden Fall, wenn es Top-Ranking gibt, N64 ist das und immer. Ocarina of Time immer ganz vorne dabei. Die zwei werden dann immer genannt. Das sind so die Vorzeigetitel fürs N64. Ja, ist so. Und von daher konnte ich das nicht rauswerfen, weil das war einfach hunderte Stunden Spaß. Verstehe ich. GoldenEye 007 N64. Jo, Platz 48 ist eins der wenigsten PC-Spiele, die ich gezockt habe. Also ich war immer schon Consolero, egal ob Super Nintendo, PlayStation, bla bla. Ich habe ganz wenige Spiele auf dem PC gespielt. Und Warcraft 3 war eins davon. Ein sehr gutes Spiel. Fantastisches. Überwiegend auch online gespielt oder auf LAN mit Freunden zusammen. Ja, oder, bis ich dann irgendwann mal herausgefunden habe, dass es ja tatsächlich auch einen Story-Modus gibt. Eine verdammt gute Story. Ja, bist du behindert? Ich hoffe, du hast auch das Add-on gespielt. Ja, Frozen Throne. Throne. Ja. Ja. Das ist eine der besten Gaming-Stories ever. Arthas. Ja. Arthas. Brauche ich auch, glaube ich, gar nicht viel zu erzählen, weil jeder kennt es eigentlich. Also, sollte zumindest. Gehört damit für mich einfach auch in die Liste rein. Auch unendlich viel Stunden reingebuttert damals. Ich fand es mit dem Heldensystem so frisch damals. Ja. Das war das erste Leveln und die sind halt eben ja auch ganz ausschlaggebend gewesen. Ja, Special-Fähigkeiten. Ja, also das erste Mal in einem RTS damals, dass du halt diese Special-Charaktere mit den Special-Fähigkeiten hattest und so. Es war so frisch, das war so geil. Und wenn ich noch heute meinen Kontakt mit ein paar von meinen Kollegen von früher habe und die fragen, was machst du gerade? Arbeit. Ja. Das sind so Sachen, die bleiben einfach hängen. Ne? Was ihr wollt. Was ihr wollt, alles klar. Ich habe eine Hexe gefunden. Dürfen wir verbrennen? Ja. Geil. Ja. Ja, cooler Platz. Super. Cooler Platz. Mega. Mein Platz 47 war auch letztes Mal schon dabei auf dem Platz 35. Also man sieht das, die sind jetzt gerade alle so ein bisschen nach unten gewandert. Obwohl es immer noch geile Spiele sind. Und zwar sind das Fallout 3 und Fallout 4. Einfach eine geile Open World, ein Endzeit-Setting. Ich glaube, bei Fallout 3 werde ich auch in 10 Jahren noch an Megaton denken, an die Entscheidung, ob man eben diese Bombe in dieser Stadt zündet. Nein, natürlich habe ich es nicht gezündet. Du weißt doch, Shiny Good Guy. Ja, genau, Shiny Good Guy, aber im Mass Effect lässt du eine ganze Rasse vor die Hunde gehen, damit du selber hedonistischerweise überlebst. Da sprechen wir oft nochmal drüber. Einfach ein geiles Spiel, möchte ich gerne mal wieder spielen, vor allen Dingen Teil 4. In Teil 4 hat mir halt vor allen Dingen das Basenbau auch so gefallen.
Finde ich eigentlich schade, dass das in Singleplayer-Spielen viel zu selten Platz findet. Witzig, weil das ist genau der Teil von dem Spiel, der überall kritisiert wurde. Echt? Ja. Ich hatte da mega Spaß dran. Krass. Ich habe da mega Spaß dran gehabt, die ersten Dinger da zu bauen und so. Ich habe teilweise abends 4 Stunden nur an meiner Basis gebaut. Aber ansonsten war es halt auch ein cooles Spiel. Und Fallout 4 habe ich mir jetzt vor kurzem für die PlayStation 4 auch mal in der GOTY Edition geholt, weil ich die ganzen Add-ons noch nie gespielt habe. Das heißt, das könnte sogar sein, dass ich mir das jetzt auf kurz oder lang nochmal gebe. Und dann könnte das auch wieder ein bisschen klettern halt. Ne? Aktuell sind halt so die Erinnerungen ein bisschen... Das ist auch so ein Spiel, das sinkt so langsam. Crazy. Ich spoiler mal, ist bei mir rausgeflogen aus der Liste. Es war ja letztes Mal auch drin, auch irgendwo in den 40ern oder 30ern. Und bei mir ist es so, ich habe es genauso geliebt. Ich unterschreibe alles, was du sagst. Es ist nach wie vor ein fantastisches Spiel. Nur weil es jetzt rausfliegt, ist das deshalb kein schlechtes Spiel. Aber das ist bei mir halt so weit gesunken, so wie bei dir Spider-Man zum Beispiel. Das hat einfach keinen Impact mehr für heute. So, das war damals zu der Zeit, wie ich das gesuchtet habe. Ich habe das, weiß nicht, 200 Stunden gespielt oder so. Ja. Fantastisch gefunden, aber damit bin ich durch. Das passiert einfach so. Ja, aber geiles Spiel nach wie vor. Absolut. Fantastisch. Jo. Mega gut. So, dann ist mein Platz 47 der alte Platz 47. Oh. Mhm. Yo, Joe. Ach, Yo, Joe. Yo, Joe. Wir sind wieder auf dem Commodore. Wir sind wieder auf dem C64. Es ist G.I. Joe. Es ist schon wieder ein Multiplayer-Spiel. Ich kann diese ganzen Multiplayer-Spiele von damals nicht höher ansetzen, aber ich muss. Aber es war geil. Es war so geil. Es war geil. Wir haben mal gegeneinander gespielt, es war mega geil. Ja, und es war halt auch so ein Ansatz von asymmetrischem Multiplayer, weil alle Charaktere anders waren. Ich sag nicht, dass die ein gutes Balancing hatten. Nein, absolut nicht. Hatten die nicht. Aber die waren halt alle anders in der Geschwindigkeit, die Waffen vollkommen unterschiedlich. Die Ladezeiten waren horrible. Es war zum Kotzen auf jeden Kampf 45 Sekunden bis eine Minute Ladezeit irgendwie und Diskette wechseln. Oh ja. Und da hast du nicht gesehen. Aber der Sound war super, die Grafik war für damals super und es war halt eins der ersten Spiele, die eine Franchise, die mich als Kind auch geflasht hat, irgendwie digitalisiert hat. Und ja, wir zwei haben es totgezockt. Vor allen Dingen glaube ich auch für uns so ein Franchise, was so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken, weil die Figuren gab es in Deutschland ja nicht und das war immer so ein bisschen... hatte so einen anderen Stellenwert, weil das irgendwie so spannend so, verboten, so ein Stück. Grad. Ja, genau. Es war so Militär und das wollte Deutschland in den 80ern nicht, so wie Ninjas und Nunchakus, das wollte Deutschland ja auch nicht. Und deswegen gab es da nicht so viel von. Und wenn man dann irgendwas von G.I. Joe gekommen ist, dann war es immer so, der G.I. Joe. Ja, ja, genau. Ja, konnte ich nicht rausnehmen, weil tatsächlich auch neulich nochmal auf dem Mini gespielt. Kannst du immer noch spielen. Ja. Also ist immer noch witzig. G.I. Joe C64. Cool, cool. 47 habe ich Runa. Was für ein Ding? Runa. Oh! Runa? Runa. 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 Steht da hinten im Regal. Neben Hollow Knight und Scott Pilgrim. Toll, hilft mir jetzt. Ruina. Ruina, ja, das habe ich jetzt. Achso, hast du verstanden, ne? Ja. Das ist Englisch, wird das ausgesprochen, dann sagt man Runa. Danke. Wollte ich nur, ich dachte. Es könnte ja auch die Rune sein. Rune. Mhm. Na, egal, komm. Worum geht's denn? Also ich bin jetzt auch noch nicht so weit im Spiel. Ich hab's noch bei weitem nicht durch. Ach, du hast ein Spiel hier drin, was du nicht abgeschlossen hast? Hallo, Turek. Bei jedem Gone. Platz habe ich bisher gesagt, bist du behindert? Days Gone. Da habe ich aber schon 60 Stunden reingeballert. Ja, gut. Da habe ich Assassin's Creed aufgehört. Ja, Warum sitze ich hier mit euch? Also Gameplay-technisch würde ich schon fast vergleichen mit Hotline Miami. Also Twin-Stick-Shooter-Action. 2,5D-Optik. Kann man so sagen? Isometrisch. Isometrisch, danke. Das Wort hat mir gefehlt. Und du läufst dann auch durch verschiedene Stages, wie jetzt sag ich mal bei Hades zum Beispiel, und musst dann möglichst viele Gegner auch abballern und dann sammelst du Karma-Punkte, mit denen du dann hinterher auch deine Waffen und deinen Charakter aufskillen kannst, um noch bessere Fähigkeiten hinterher zu kriegen. Was für mich nur ein bisschen, weil ich bin ja auch großer Hotline Miami-Fan, Spoiler, was da ein bisschen anders ist, wenn du bei Hotline Miami zum Beispiel den Stick drehst, wenn du dann mit dem du zielst. Das geht da halt sofort. Bei Runa ist das halt ein bisschen auf Echtzeit gelegt. Das dauert, bis der sich gedreht hat. In der Zeit kann es aber sein, dass du dich dann schon oder dass sie dich dann schon über den Haufen geballert haben, die Gegner. Ne? Kann, muss nicht. Hast du es schon gespielt? Nee, ich kann deinen Platz einfach nicht ernst nehmen, weil du gerade angefangen hast, das Spiel zu spielen. Stell dir mal vor, du spielst das jetzt durch und dann findest du das scheiße und dann rufst du uns an und dann sagst du, wir müssen nochmal ein Video drehen. Das werde ich nicht scheiße.
definitiv. Weil mein Platz 47, ich dreh das zu Hause nach, kannst du es reinschneiden? So völlig Billo-mäßig. Drüber so. Auf dem Klo. Nein, Ruiner. Okay, lass mir nichts sagen, weil ich nicht scheiße finden werde. Halt mich auf dem Laufenden. Definitiv, mach ich. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. mit der Art und Weise, wie du es findest. Aber es macht auf jeden Fall unheimlich viel Bock. Crazy, Motherfucker. Ah, mein Platz 46 war beim letzten Mal auch dabei, hat einen derben Abfall hingelegt, war nämlich auf Platz 19 beim letzten Mal. Und es ist das gleiche wie bei den Spielen davor. Es hatte damals einen riesigen Impact, weil damals, wo das raus war, war Resident Evil nämlich am Ende. Da war Resident Evil 6 draußen und man hat gedacht, okay, Resident Evil kriegt einfach nicht mehr die Kurve in dieses krasse Horror-Franchise. Und dann kam Evil Within. Und Evil Within ist genau in diese Kerbe rein und vor allen Dingen Teil 2 hat mir so geil gefallen, weil es hat einfach alles besser gemacht, was beim ersten nicht gepasst hat. Der Hauptcharakter hat endlich eine Ambition bekommen, weswegen er diese ganze Scheiße macht. Man hat das Gameplay so ein bisschen geöffnet, man hat Passagen, wo es ultra gruselig war, die sehr limitiert waren in dem, was du machst, aber wo du dir permanent in die Buchse geschissen hast. Und dann gab es Passagen, die so ein bisschen mehr diesen Action-Fokus hatten. Dann so eine semi-offene Welt auch zeigen. Genau, so eine semi-offene Welt. Ich fand das cool, sie haben da einen geilen Mix reingelegt. Ich habe es damals im Video schon gesagt und das ist tatsächlich auch die Szene, die mir immer noch im Kopf bleibt, ist die in dem Theater halt einfach. Boah, so eine crazy, krass geile Szene. Ich glaube, das wird noch so eine Szene sein, die mir auf ewig im Gedächtnis bleibt. Aber wie auch bei den anderen Spielen, es sinkt so langsam, vor allen Dingen, weil jetzt auch mittlerweile Resident Evil einfach wieder da ist, zurück und der König ist wieder da. Der König ist wieder da. Ne? Ja. Krass, krass, krass. Das ist ein krasser Drop. Das ist ein richtig krasser Drop. Aber es sind nach wie vor gute Spiele. Ja. Aber auch das, glaube ich, zu Recht, weil das sind auch vergessenswürdige Spiele, die irgendwann dann einfach weg sind. Ich finde das interessant, dass ihr so viel von oben jetzt unten, nee, nicht ihr, dich kenne ich ja noch gar nicht, du bist ja letztes Mal nicht dabei, aber dass du so viel von oben jetzt unten hast, was ja irgendwo auch bedeutet, dass viel Neues sich oben angesiedelt hat. Bei mir ist das Neue eher so immer dazwischen gerutscht und gerade bei den untersten 10 Plätzen hat sich fast gar nichts verändert. Krass. Also ist es jetzt auch bei meinem nächsten Platz wieder, der ist auch auf derselben Position wie im letzten Video und es ist wieder und damit aber auch jetzt das letzte Spiel vom Commodore 64 und ich glaube, so habe ich das letzte Mal auch anmoderiert, es ist Bruce Lee. Ach. Und mit dir habe ich das nie gespielt oder nicht viel, aber mit anderen Leuten, zum Beispiel mit Sushi, oder? Uschard, genau, ja. Sushi, ja, ja. Uschard, herzliche Grüße, guckt bestimmt wieder zu, der Affenmongo. Das Geile an Bruce Lee, was es auch heute noch geil macht und was es damals vollkommen innovativ gemacht hat, es ist ein asymmetrischer Multiplayer. Das heißt, einer spielt Bruce Lee und Bruce Lee ist ein relativ schnell zu steuernder Charakter mit einem Angriffs-Moveset. Also ich glaube, der hat so einen Liu Kang-mäßigen Jump-Kick gehabt, der quasi durch feststehende Screens sich bewegen muss, so ein bisschen Jump-Run-Action-mäßig. Und du kannst das als Singleplayer spielen, aber du hast ein seamless Drop-In, wenn einer den zweiten Joystick nimmt und auf Start drückt, dann übernimmt der die Standardgegner, die spawnen. Und das sind zwei verschiedene. Das ist einmal ein dicker, grün. Geiles Konzept eigentlich. Mega gut. Gibt's das nicht mehr? Das ist eine gute Frage. Ja. Es gibt viel zu wenig asymmetrische Multiplayer, wo du einfach die Standardgegner zum Singleplayer übernehmen kannst. Weil, wie gut ist das? Bei Doom, bei dem neuen kannst du das, glaube ich, machen oder war angedacht und wurde gedroppt. Egal, bleiben wir bei Bruce Lee. Ja. Die Gegner sind dann halt einmal so ein dicker, warum auch immer grüner Sumo-Ringer. Keine Ahnung, warum der grün ist. Oder Ninja. Und du kannst dir auch nicht aussuchen, wen du kriegst, sondern die spawnen halt random. Und der zweite Spieler übernimmt die dann halt und muss versuchen, Bruce Lee zu stoppen. Dass der nicht mehr durch die Screens kommt. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass ich das nach wie vor drin habe, weil ich es auch neulich nochmal auf dem C64 Mini angemacht habe, so wie G.I. Joe. Ich habe nämlich im Vorfeld die C64-Spiele nochmal abgecheckt. Also so vor einem Jahr, als ich den gekriegt habe. Und das ist immer noch super. Also auch das ist ein Spiel, was ich heute noch spielen würde. Ich glaube, du nicht. Nee. Golden Age Gaming. Aber ja, Bruce Lee, C64. Cool. Sag mir gar nichts. Ist, auch nicht meine Zeit ist, nicht. Ist aber auch vor deiner Zeit, ja. Weit vor deiner Zeit. Weit, ganz weit. Platz 46 habe ich dieses Jahr, glaube ich, dieses Jahr durchgespielt. Habe auch dann von anfangs gesagt, das ist gar nicht so, ich glaube, da werde ich nicht mit warm. Dann hast du aber gesagt, dann spiel nur ein bisschen. Das Problem ist aber, weil ich nie wirklich Berührungspunkte zu Metroid hatte.
Das hat's geschafft. Axiom Verge. Geil! Axiom Verge hat's geschafft. Ja, geil. Hat mir doch am Ende besser gefallen, als ich gedacht habe. Ja. Super Spiel, oder? Ja, mega. Also wirklich. Das kann ich echt jedem empfehlen. Ich habe es auf der Switch gespielt. Gibt es, glaube ich, auch nur konsolenmäßig. Nee, war das letzte releasede Spiel für die Wii U auch. Wie was? Wii U. Ah, also. Du kennst die, du hast die doch, oder? Wir sind zwei von den dreien auf der Welt, die die haben. Genau, ja. Ja, ja. Okay. Kostet sowohl auf der Wii U als auch auf der Switch ein Heidengeld. Physisch. Ja, ich habe es halt digital runtergeladen, ne? Weil du hast es mal empfohlen und da habe ich gedacht, ach komm, da war doch gerade im Goddammit Nintendo Sale. Da war es halt bald für, ich glaube, 1,99 € oder sowas. Ja, komm, nimmst du mit. Was kostet euer Spiel? 1 €? Fucking Nintendo. Ja, ja, und dann habe ich es halt mitgenommen. Ne? Und dann auch an einem Stück durchgespielt. Und es gibt halt Stellen, da bin ich halt wirklich nicht weitergekommen, obwohl die doch so offensichtlich waren. Irgendwie, da hast du das offensichtlich. Stimmt, du hast ein paar Mal im Chat geschrieben. Ich komme nicht weiter, was musst du tun? Weil es gab zum Beispiel die Fähigkeit, dass wenn du zweimal in eine Richtung drückst, dass du dich quasi nach vorn teleportierst, sage ich jetzt mal. Und da war eine Barriere, da wusste ich, man kann das dadurch, diese Barriere. Aber meinst du, ich bin auf die scheiß Idee gekommen, das bei dieser Barriere zu machen? Und ich bin da wieder Map runter, Map hoch, zurück zum Anfang, wieder dahin. Aber das gehört ja oft ein Stück zu Metroidvanias dazu, ne? Dieses Suchen, wo kann ich meine neu gewonnene Fähigkeit einsetzen, um Passageway zu gainen. Ja. Und dann, oder dann hast du vielleicht auch noch Glück gehabt, hast dann auf dem Weg noch eine neue Waffe gefunden oder neue Lebensenergie. Was weiß ich nicht, was irgendwas. Also, doch. Steht auch noch bei mir auf der Liste. Fantastisches Metroidvania. Cooles Ding. Fantastisch. Hat Bock gemacht. Zweiter Teil ist auch schon draußen, ne? Oder nee, kommt jetzt. Nee, kommt jetzt. Freue ich mich drauf. Stehen wir ganz kurz vor Release. Jo, mein Platz 45 ist ein neues Spiel. Neues Spiel aus dem Jahr 2020, was ich dieses Jahr auch abgeschlossen habe und was, kleiner Spoiler, Genre ist. Was diesmal in meiner Liste häufiger auftaucht, beim letzten Mal gar nicht, außer in einem Hybrid. Aber ich habe tatsächlich meine Freude und meinen Spaß an Visual Novels gefunden. Weiß ich nicht. Und Aucana, The Four Rhythms of Across the Blue. Hat es mir halt angetan. Und dann waren wir jetzt auch da, was du gerade gesagt hast. Ich habe am Anfang gesagt, die Switch im Handheld-Mode, Scheiße, brauche ich nicht. Ich habe gesagt, du wirst die benutzen im Handheld-Mode. Nein, beim Kacken auf dem Balkon. Ja, und was ich jetzt tatsächlich cool finde, ist halt Visual Novels abends nochmal so ein Stündchen im Bett zu zocken halt. Ne? Okay, hast keinen Bock mal irgendwie noch eine Serie zu gucken, ach, legst dich schon mal in eine Pofe oder auf die Couch, schnappst die Switch im Handheld-Modus und ziehst dir dann eine Visual Novel rein, weil das ist perfekt einfach, um das zu konsumieren, so eine Art von Spiel. Ja. Und Aucana hat mir halt einfach wegen der Geschichte sehr gut gefallen. Es geht um, im Zentrum steht ein fiktiver Sport, Flying Circus heißt der, wo man halt so Antigravitationsschuhe anhat und dann ist man halt eben 1:1 auf so einem Feld unterwegs, muss so komische Bojen berühren, um dann Punkte zu generieren. Und dann gibt es unterschiedliche Stile, Fighter, Runner und so. Und dann ja, wird halt dieser Sport inszeniert. Und was ich halt echt beeindruckend fand, ist, wie das Spiel es schafft, nur mit Textpassagen und Standbildern, die natürlich so flashy Effekte und so haben, aber eine Spannung während dieser Matches zu erzeugen, dass du wirklich da sitzt und so denkst, so, boah, macht sie jetzt noch einen Punkt, klappt das jetzt noch? Also, ich habe da wirklich mitgefiebert während dieser Matches. Das hat mich echt beeindruckt, wie das Spiel das geschafft hat, mit so minimalistischen Mitteln, wo andere Spiele dir eine bombastische Zwischensequenz um die Ohren hauen, dass ich da wirklich so mitgefiebert habe. Und natürlich hast du vier Mädels, die diese Sportart ausüben. Du bist der Trainer, du hast eine tragische Vergangenheit, du hast selber mal diesen Sport ausgeübt, dir ist dann noch was passiert, ich will jetzt nicht spoilern, weswegen du nie mehr eigentlich in diesen Sport in Berührung kommen wolltest, aber dann erklärst du dich bereit, halt diese Mädels zu coachen. Und natürlich musst du dich im letzten Drittel des Spiels dann für eine von den Mädels entscheiden und dann entsteht ein Love Interest. Was mich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ein bisschen abgefuckt hat, ist, die Switch-Version wird als groß Uncut deklariert. Ist sie aber nicht, weil beim PC gibt es halt eben dann den Uncut-Patch und es gibt Explicit Content. Ja? Und bei dem Spiel finde ich es halt eben extrem schade, dass das nicht mit drin ist, weil du kriegst alles mit bis zu der Minute, wo es eben zum Sex zwischen den Charakteren kommt und direkt danach. Das heißt, du hast zum einen so einen ganz krassen Cut, dass du auf einmal denkst, da fehlt doch jetzt was. Also du merkst es richtig. Und ich finde, es ist sehr gefühlvoll da eingebaut in diese Geschichte, weil die Charaktere sich auch entwickeln, zusammenfassen. Und dann ist dieser Punkt, der wir haben jetzt Sex miteinander, so passend eingebaut in diese ganze Geschichte, dass ich es gerade da schade finde, dass es
rausgenommen wurde. Weil das hat nicht nur mit, wir müssen jetzt irgendwie plakativ das hier einbauen, damit ein paar Leute eine Wix-Vorlage haben. Das ist da so nicht. Also von dem, wie ich es wahrgenommen habe. Umso schade, dass es eben rausgenommen wurde. Aber ja, Aucana. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Cool. Jo. Ich bleibe meinem Stil treu. Wie gesagt, bei den unteren Plätzen hat sich bei mir sehr wenig verändert. Dementsprechend ist auch mein Platz, wir sind bei 46, ne? Nee, 45. Ist auch mein Platz 45 wieder derselbe wie beim letzten Mal. Es ist X-Jugend. Langweilig. Bei mir wird sich oben viel verändern. Also bei mir sind ja auch viele rausgeflogen, aber wenige von unten, sondern bei mir sind halt diese Spiele rausgeflogen, wie wir schon zweifach festgestellt haben. Dann hätten wir ja bei dir jetzt in diesem Teil Billo-mäßig deinen letztes Mal einblenden. Das geht auch, ja. Lass einfach laufen vom letzten Mal. Ne? Es ist X-Jugend. Damals erschienen auf PlayStation und Saturn. Und für mich hat es damals einen mega großen Stellenwert gehabt, weil ich einfach super viel Spaß mit dem Spiel hatte. Aber es hat halt auch geschichtsmäßig einen super hohen Stellenwert, weil es war halt das erste Mal, dass die Konsolen quasi ein Gegenprodukt entworfen haben. Damals war alles, was First-Person-Shooter war, entweder auf der Build-Engine von 3D Realms, also Duke Nukem-mäßig, also die Build-Engine, oder halt auf der id-Tech, mit der die ganzen Doom-Spiele gelaufen sind. Und ich weiß nicht mehr, welche Entwickler das waren, aber die haben halt gesagt, okay, wir zeigen jetzt mit einer proprietären Engine für die Konsolen, dass die Konsolen halt auch, also die neuen 3D-Konsolen, die damals rausgekommen sind, richtig gute First-Person-Shooter machen können oder stemmen können technisch und haben halt die Slave Driver Engine entwickelt. Deswegen habe ich gerade übrigens gegoogelt, mir ist der Name entfallen. Slave Driver Engine extra für dieses Spiel entwickelt und dann auf dem Saturn und der PlayStation halt wirklich alles damit zerrissen. Das ist ein Setting im alten Ägypten. Du und das reicht auch schon. Mehr Story gab es damals im First-Person-Shooter nicht mehr. Du bist irgendwie... Aber das Setting war halt auch frisch. Das war mega frisch. Du bist halt irgendwie als ein Typ in so einen Ägypten-Verschnitt gereist, wo dann halt Götter und Sagenkreaturen aus diesem Setting irgendwie scharf drauf waren, die Weltherrschaft an sich zu halten. Keine Ahnung, ey. First-Person-Shooter aus den 90ern. Keine Story. Aber halt, wie gesagt, super gutes Spiel. Kann man auch heute noch gut spielen. Ich habe mir beide Konsolenversionen gekauft. Mega geil. X-Jugend. X-Jugend. Cool. 45, ne? Gut. C. Wieder PC. Oh, eins der wenigen. Eins der perfektesten Spiele auf einer LAN, glaube ich. Counter-Strike. Command & Conquer? Ach, Counter-Strike. 1.6? 1.6. Geil. Weil Global Offensive ist jetzt schon kein LAN-Spiel mehr. Nee. Counter-Strike, was gab's noch? Source. Source. Habe ich nie gezockt. 1.6 ist der König. Ja. Da kann ich leider nicht mitreden. Ich habe auf LANs nur Command & Conquer und Warcraft gespielt. Und mit 10 Mann oder 10, 20 Mann, 3 Tage am Wochenende nicht geduscht, nicht gewaschen. Ja, das war LAN-Feeling. Ja, das war herrlich. Ich kann mich erinnern, ich habe ein einziges Mal, weil dem Clan, das war damals der Tiffoln-Clan, schöne Grüße an euch alle, Jan und Robi und so weiter, dem fehlte irgendwie ein Mann und ich saß da rum und hatte gerade kein Warcraft 3-Turnier und dann haben die gesagt, ich spiele doch. Und ich so, ey, ich habe keine Ahnung, ne? Und dann eingeloggt und ich bin da rumgerannt und hab dann irgendeinen Headshot verteilt und dann hörte ich von der anderen Ecke dieser LAN-Halle, wer ist Nakira, voll der Pro, alle auf Nakira. Und da hab ich drauf und dann, weil ich so einen Lucky Headshot verteilt habe. Nakira da. Wir hatten das einmal, es war auch ein LAN-Wochenende, da haben wir uns freitags nach der Schule getroffen und dann wirklich die 3 Tage dann auch durchgespielt. Wir sind dann montags quasi von der LAN wieder zur Schule gegangen. Wir haben komplett durchgemacht, alle die Augen so tief hier runterhängen. Boah, scheiße. Und 3 Tage nicht geduscht, nicht gewaschen, nur mal fürs Pipi machen, aufgestanden. Energy Drinks, manche davon fürs Pipi mal aufgestanden. Und der gute Dings Eistee, wie heißt er nochmal? Der in dem 2-Liter-Pack, ja. Viereckig. Pfanner. Ja. Und dann sind wir dann in die Klasse reingekommen, Hochsommer. 40 Grad oder sowas und es hat gestunken wie Sau. Unsere Lehrerin immer so zwischendurch. Wir haben so gelacht, ne, bis die dann irgendwann gesagt hat, Jungs, geht nach Hause, geht duschen und dann kommt er eventuell wieder oder halt nicht. Ja, geil. Das waren Zeiten, ne? Wir sind natürlich alle nicht wieder gesehen. Ja. LAN-Partys vermisse ich total. Auf jeden Fall. Ja. Schöne Zeiten. Schwer gucken. Will mal ein bisschen reinhauen hier, Freunde. Ja. Wir haben jetzt schon 45 Minuten. Platz 44 war beim letzten Mal dabei und jetzt kommt, ist 3 Plätze gestiegen. Wow. This War of Mine. Ich mach's kurz. 11-Bit Studios.
weil ich das halt auch vor kurzem einfach mal wieder reingeschmissen habe, weil ich da irgendwie Bock drauf, du weißt, worum es geht. Ich kenne das Spiel, ich hab's verstehen, ja. Und das hat mich wieder gepackt, einfach diese Atmosphäre, wer nicht weiß, worum es geht, es fand ein Krieg statt und du steuerst eine Gruppe an Überlebenden, die am Anfang so randommäßig ausgewürfelt werden, was die für Backgrounds haben, was sie für Skills haben und es geht einfach nur darum, den Tag zu überleben, also du spielst von Tag zu Tag und hoffst einfach, dass du den überlebst und dafür musst du Essen kochen, du musst einen Schlafplatz für deine Jungs und Mädels herrichten, du musst natürlich dann auch Progress, immer neuere Gegenstände herstellen, womit du dann wieder irgendwas Neues craften kannst. Was das Spiel einfach so krass macht, ist, dass du diese Atmosphäre, die spürst du, dieses, es geht ums Überleben, dann schickst du zum Beispiel welche von deiner Truppe los, um halt eben auf Beutezug zu gehen, um neuen Stuff zu kommen. Und dann kommst du in ein Haus und wunderst dich, es ist halt eine von vielen Situationen, wunderst dich, warum haben die denn hier noch so viel Zeug und ne, Lebensmittel und so weiter. Und dann gehst du dann oben in die Etage und dann sitzt da so ein entspanntes Rentnerpärchen und sagen halt so einfach so, ja, wir haben hier halt noch so Essen und so weiter und bla 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 und hast du nicht gesehen. Und das kriegst du halt mit und dann stehst du vor der moralischen Entscheidung, okay, beklaue ich die jetzt, weil ansonsten meine Leute daheim verhungern. Also nehme ich diesen armen Menschen da das Essen weg oder lasse ich's? Und dann kommt der nächste Gedanke, aber wenn ich es denn lasse, dann kommen die Nächsten vorbei und klauen denen das. Also dann bin doch ich lieber... Also ganz krasse moralische Fragen, die ich hatte, während ich dieses Spiel gespielt habe. Und das ist für mich... Ich glaube, das ist so ein Spiel, das wird längerfristig Einfluss bei mir haben. Mhm. Weil das kannst du doch immer mal wieder so kurz für ein paar Runden reinschmeißen. Und das War of Mine hat mich mega beeindruckt. Immer noch. Auch wenn es jetzt von 2014 ist. Krass. Du bist dran, Knut. Mein Platz 22, 44, sag ich ja, ist gesunken. Der war letztes Mal ein bisschen höher. Pac-Man. Ja, genau. Pac-Man wird niemals sinken. Pac-Man wird nur steigen über die nächsten 40 Jahre, bis es auf Platz 1 ist. Das kämpft sich bis 2057 auf Platz 1 meiner Liste. Nee, das war mein... mein wildestes Zusammenfassen. Ach, ich weiß es. Genau, und zwar geht's um die zwei Bromance-Franchises, die sich bekriegt haben. Also die waren im Grunde genommen die Verkörperung des Konsolenkriegs PlayStation 3 gegen Xbox 360. Franchises sind natürlich God of War und Gears of War. Und da habe ich meine beiden persönlichen Lieblingsteile genommen. God of War 3 und Gears of War 2. Weil ich sowohl Marcus Fenix als auch Kratos unglaublich fett finde. Wobei, wenn die gegeneinander kämpfen würden, natürlich Marcus Fenix den kürzeren ziehen würde. Keine Chance gegen Kratos. Wobei absolut. Kratos natürlich den kürzeren ziehen würde gegen Asura. Aber das ist wieder was anderes. Egal, auf jeden Fall beides unglaubliche Actionkracher ihrer Zeit. Beide haben die Konsolen, die sie bespielt haben, definiert und auch unglaublich mit nach vorne gepusht. Ja. Also das waren beides System-Seller. Ja. Und das waren damals auch echt verfeinerte Lager. Also ich bin noch nie ein Konsolenkrieg-Mensch gewesen. Selbst zu Sega-Nintendo-Zeit war mir das egal. Aber es gibt da Leute, die dann wirklich in Internetforen, diese scheiß Keyboard-Warrior-kleinen Motherfuckers, sich die Finger wund tippen, ob denn jetzt God of War oder Gears of War geiler wäre und wer denn bla 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 bla. Ich sag, die sind beide geil. Das sind beides fantastische Actionspiele, die alles richtig machen. Das eine hat mehr Storytelling, also God of War geht schon auch emotional mehr in die Tiefe, da ist viel mehr an Dialog und so. Gears of War ist halt wirklich, könnte auch Schwarzenegger oder Lundgren in der Hauptrolle sein. Absolut, ja. Kettensägenschwert. Macht aber trotzdem halt mega Spaß und ist super fast-paced und hat halt auch den Deckungsshooter als Genre aus der Traufe gehoben. Ne? Stimmt. Und das auch unerreicht. Also ich bin nach wie vor, ich habe ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch den neuesten Gears of War gespielt, ich bin nach wie vor der Überzeugung, es gibt keinen besseren Deckungsshooter, also vom Gunplay und von der Steuerung her. Hm. Kann man, glaube ich, so stehen lassen, ja. God of War 3, Gears of War 2. Die crazy Zusammenfassung hat es wieder geschafft. Die hat es wieder geschafft, ja. Platz 44, Racing Game, PS2. Ach, scheiße, Racing Game. Boah, jetzt geh nach Hause. Ridge Racer? Hä? Ridge Racer? Nein. Geht der Gran Turismo? Nein. Mit Destruction Derby? Nein. PS2. PS2. Carmageddon? Nein. Carmageddon 64. Need for Speed Underground 2. Da bin ich raus. Ich auch raus. Bist du raus? Da bin ich raus, Kevin. War halt zu einer Zeit, wo ich voll auf so einem Scheiß stand, ne? Autos, Tuning und so weiter und so fort. Und was der Teil, der zweite einfach besser gemacht hat als der erste, war auch schon diese leichte Open World, wo du dann durch die Stadt fahren konntest zu den
Punkten, wo irgendein Rennen stattfindet. Sei es ein Drift Race oder ein Drag Race oder ein Slalom. Und dann halt die Möglichkeiten, wie du dein Auto tunen kannst. Und dann musst du auch, du kannst halt dein Auto nicht voll tunen und dann auch bei jeder Art von Rennen machen, mitmachen, sondern du musst wirklich verschiedene Setups für das Auto haben oder einstellen, damit du an den Rennen so möglichst viel Vorteil hast. Das war doch auch ungefähr dieselbe Zeit, wo die Welt angefangen hat, diese Schundfilmreihe mit Vin Diesel im Auto zu gucken, ne? Ja, so ungefähr. Ja, ja. Müsste eigentlich, weiß ich jetzt nicht. Fast and Furious. Ja. Boah, ist das erbärmlich. Ich kann behaupten, dass ich keinen einzigen dieser Teile gesehen habe. Den ersten habe ich geguckt. Ich glaube, den ersten könnte auch sein, aber... Ja, krass, Kevin. Also, ja, du bringst auf jeden Fall frischen Wind rein. Wollte gerade sagen. Das du bringst frischen Wind rein. Ein Racing-Game, ein Wrestling-Game. Ja. Du machst dir den Turek. Ja. Ich habe die Spiele aber bis auf eins bis jetzt alle durchgespielt. Yeah. Schöne Grüße an dich. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich kenne dich. Platz 43 ja. Ist neu. No! Ist neu. Und du solltest es ja nicht mal fertig spielen. Skidimlan. Metroidvania, 16-Bit, Switch, übelstes, religionsabgefucktes Setting, schwer. Willst du mich verarschen? Ich habe das vor dir durchgespielt. Das ist mein zweiter Playthrough. Blasphemous? Ja, natürlich. Hast du nicht letztens irgendwie noch gesagt, was soll ich weiterspielen und da war Blasphemous mit bei? Ich habe das auf dem PC zum Release. Zweiter Playthrough. Ach, Entschuldigung. Ah, mehr Kulpa. Ja, mehr Kulpa passt übrigens zum Spiel. Ja, genau. Ja, ja. Fand ich mega, mega geil. Am Anfang fand ich die Steuerung so ein bisschen clunky. Habe ich so gesagt, das ist ein Scheiß, reagiert so langsam. Aber du hast es, glaube ich, gesagt, das will das Spiel und da muss man reinkommen. Ja. Und es hat einfach so ein krass übelstes Setting. Also bei dem Spiel mega hat geil. Mich besonders geflasht, weswegen es halt auch hier ist dieses kranke Kirchensetting. Halt. Ja. Es hat ganz viele Dantes Inferno-Vibes, finde ich. Ja. Das hat ähnlich krank. Spanische Inquisition hängt viel mit drin. Genau, einfach auch diese Gegner, die du teilweise hast, die da mit einem Kreuz auf dem Rücken angerannt kommen oder die Flagge landen, die sich selber da geißeln. Also die Eigennamen und ach, super geil. Dann die Bossgegner und die Insta-Kill-Animation teilweise, dann dieser eine eklige Typ, den da was aus dem Bauch wächst und ach, das Spiel hat einfach so krassen Ekelfaktor. Dieses Baby. Boah, dieses Baby, alter Schwede, das ist echt übel. Und es ist auch echt tough. Es ist mega tough. Ja, ich hab, bei mir war ja noch die Situation, dass ich in den Gegner gerannt bin. Ich bin einfach unglücklich abgezweigt und hab halt ohne Upgrades, dann bin ich in so einen Gegner gerannt und hab dann geflucht und hab für den 20 Versuche gebraucht oder so. Du hättest fast gedroppt. Also. Ich hätte fast gedroppt deswegen, weil ich dachte, wie soll ich den schaffen? Und dann irgendwann habe ich gecheckt, ach, wärst du mal in die andere Richtung gegangen, hättest du dann Heil-Upgrade und da dieses und da jenes. Aber nichtsdestotrotz fand ich es ein fantastisches Spiel mit dem Sound und der Grafik und das hat mega Spaß gemacht. Mega gutes Feeling auf jeden Fall. Ich habe es halt damals wirklich zum Release, am Release-Tag angefangen auf PC und habe es ja aber jetzt physisch auf der Switch gekauft und spiele es jetzt zum zweiten Mal. Und es hat sich ein bisschen was geändert, ne? Kann das sein? Also sie haben einiges verbessert, Balancing. Weil ich war über den Metascore von 77 ein bisschen erschrocken. Ja, das hat so seine Unzulänglichkeiten und Fehler. Davon ist aber einiges ausgemerzt worden. Ich habe nicht mehr genau im Kopf, was, weil... Ich meine nämlich auch. Vor ein paar Monaten habe ich es ja gespielt. Und da habe ich dir ja noch geschrieben, ach guck mal, das haben sie verbessert. Genau. Also da ist viel dran getuned worden im Nachhinein noch, ja. Du hast schon quasi die perfekte Version gespielt. Ja. Geiles Spiel. Mega. Mega geil. Zwar nicht so geil wie alle meine Spiele, aber... Nicht so geil wie Pac-Man, ja. Pac-Man, Platz 1 in 40 Jahren. Platz 43, ich bleibe einer anderen Linie treu, nämlich alte Couch-Koop-Multiplayer-Spiele zu hypen. Es ist ein Dreamcast-Spiel, ich habe es auch mit 4 Leuten permanent bei mir im Kinderzimmer gespielt. Es ist ultra witzig, Marc Tönes war immer dabei und hat mit seiner dreckigen Lache, kennst du noch Marc Tönes dreckige Lache, ja, die hat jeden infiziert, alle zum Lachen gebracht. Es ist Power Stone 2. Ich wollte gerade sagen, Power Stone, ja. Es ist ein geiles Capcom-Spiel und zwar ist es der Urvater dieses Smash Brothers Brawl-mäßigen
Kampfspiels. Das ist das erste Mal, dass es das gab. Du hast interaktive Stages, die sich im Laufe des Kampfes auch verändern. Zum Beispiel kämpfst du auf zwei nebeneinander fliegenden Luftfahrtschiffen. Irgendwann kann eins abstürzen. Du kannst die Kanonen der Luftfahrtschiffe benutzen, um auf die anderen Seiten zu feuern. Spielst mit vier Menschen isometrisch in dieser Arena und überall stehen Boxen mit Items. Und die Items, die kannst du halt im Singleplayer dir ercraften und alles, was du einmal ercraftet hast, kann potenziell randommäßig aus so einer Box kommen. Und da gibt es dann halt Sachen wie ein Panzerfäuste, aber auch so wilde Sachen wie ein Gummihammer. So, das ist dann geil, wenn du irgendwie denkst, geil, ich krieg jetzt ein Item, ich kann mich doch noch retten, dann kommt dann ein Gummihammer und du drückst auf Angriff und dann so miep, miep und nichts passiert. Und das sind so Situationen, die einfach mega Gelächter irgendwie ausgelöst haben. Und Ziel ist immer, drei von diesen Powerstones zu sammeln, dann hast du eine Power Transformation und dann bist du halt der Überking und kannst da einfach Rambazamba machen bis zum Dort hinaus. Und da ist so viel auf dem Bildschirm los, dass du einfach vollkommen overwhelmed bist. Und für mich ist es nach wie vor das bessere Smash Brothers. Oh. Weil einfach auch mich geprägt irgendwie. Ich kann es jedem empfehlen. Ich wünsche mir unglaublich einen Power Stone 3. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Die Lizenzen sind in der Lizenzhölle verschwunden. Ich weiß nicht, ob Capcom die abgegeben hat oder ob Sega da auch Anrechte mit hatte und so. Komm, vergiss es. Es wird kein Power Stone 3 geben, aber Power Stone 2, 4-Player-Couch-Koop. So ein Spaß. Cool. Mega. Ja, cool. Und auch cool. Richtig teuer mittlerweile. 80, 90 Euro oder so. Wie alle Saturn-Spiele fast? Nee, nicht Saturn. Dreamcast. Ach, Dreamcast. Auch Hölle zu sammeln, ne? Geht, Dreamcast geht. Ja, okay. Saturn ist die Hölle. Okay. Saturn ist, glaube ich, der teuerste Sega. Saturn ist zum Sammeln der teuerste Sega-Geschoss. Ich glaube, es gibt natürlich noch teure Neo Geo und so, ne? Aber wo du ja mal 800 Euro für ein Spiel hinlegst. Ja, ja. Fickt euch. Okay. Platz 43. GameCube. Geiles System. Wollte gerade sagen. Super System. Viele geile Spiele. Eins meiner Lieblingsfranchises von der GameCube. Oder was Need for Speed? Kam auf der GameCube das erste Mal raus. Ich hoffe ja endlich mal auf den vierten Teil, dass der jetzt irgendwann mal kommt. Kommt er. Pikmin 4? Nee. Die Pikmin-Reihe. Pikmin! Ja. Geile Spiele. Auf nie gespielt. Fall. Oh. Echt nicht? Ja. Super. Mega das gut. Sind diese kleinen komischen schwarzen Bubble-Typen, ne? Ja, die rote, gelbe, so. Ja. Rote, gelbe, blaue. Und ja, stimmt. Mit denen musst du halt versuchen, dann irgendwie aus dem Level rauszukommen. Das ist alles sehr minimal. Also für die ist das alles sehr riesig, ne? Weil die irgendwo in irgendeinem Gebüsch hängen und dann liegt da ein Kronkorken, den du zur Seite schieben musst. Dafür brauchst du dann 10 oder 20 Pikmins, je nachdem, wie groß der ist. Dann sind da auch Gegner und da feuerst du dann einfach die ganzen Pikmins drauf. Die verprügeln das Ding dann, tragen den dann auch noch weg, weil der dann auch wieder Samen abgibt, woraus Pigments wachsen. Samen? Ja, die entstehen halt nur aus Samen. Und Samen. Die unterschiedlichen Farben, die haben natürlich andere Eigenschaften. Mit den roten kannst du zum Beispiel auch durch eine Feuerwand gehen. Die blauen konnten, glaube ich, schwimmen. Ja. Oder irgendwas mit ja, Eis, aber die konnten nicht, ist so lange her. Ja, und die gelben konnten halt, sind immun gegen Elektrizität und so weiter. Und in Teil 2, Teil 3 gibt es auch noch andersfarbige, die auch noch andere Eigenschaften haben. Aber es ist halt einerseits ein Feel-Good-Game, ne, durch das ganze Setting. Und andererseits ist es aber auch wirklich fordernd. Also das sind nicht unbedingt einfache Spiele. Und das hat halt einen Action, aber auch so einen Strategieanteil, weil du halt gucken musst, okay, wie viele Pigments brauche ich von der und der Farbe, um Aufgabe XY zu erledigen, muss dann halt vorausplanen, muss die verschiedenen Pigments halt auch so ein bisschen strategiemäßig in verschiedene Aufgabenbereiche schicken und so, Micromanagement betreiben, also es ist super geil, ganz neues Genre damals. Zeitmanagement auch, weil wenn es dunkel ist, gehst du automatisch in dein Raumschiff zurück, die Pigments in ihre Zwiebel. Das ist geil, ja. Cool. Egal, wie weit du dann schon im Progress bist in dem Level. Ne? Wenn du jetzt wirklich nur noch eine Sache machen musst, damit du durch das Level kommst und es wird Nacht, kannst du am nächsten Tag den ganzen Scheiß nochmal machen. Ist halt so. Gute Spiele. Ja. Ja. Platz 42, neues Spiel. Was geht denn ab bei dir? Welches Video haben wir zusammengedreht, wo ich gesagt habe, hat es ganz knapp nicht geschafft, weil ich so viele Stunden in dem Jahr davor reingeballert habe. Ich mache es kurz und schmerzlos, es ist Slay the Spire. Wer es nicht kennt, ist ein Roguelite Deckbuilder. Also man startet mit seinem Set an Karten und kämpft sich dann durch so einen Dungeon. Es gibt am Anfang drei unterschiedliche Klassen, mittlerweile gibt es eine vierte, die auch mit unterschiedlichen Karten starten. Und dann bekommt man nach jedem besiegten Gegner, kann man sich aus drei Karten eine neue aussuchen und bastelt eben so im
Laufe des Spiels sein Deck und versuchte natürlich irgendwie eine vernünftige Strategie hinzubekommen, damit man es durch diese drei Dungeons, der Dungeon hat drei Level mit immer einem fetten Boss am Ende, dann schafft und ja, danach ist halt eben vorbei. Ne? Entweder schafft man es nicht, dann stirbt man und fängt wieder von neuem, aber selbst wenn man es schafft, fängt man wieder von neuem an und behält natürlich die Karten, die man freigeschaltet hat und so weiter, die Erfahrung und ist für mich so ein Spiel, kann ich immer mal reinschmeißen und eine kurze Runde zocken. Macht immer Bock. Ich habe bei weitem nicht so viele Stunden da reingeballert wie der Erhabene, der ja irgendwie... Der hat Ascension 3000 gespielt. Genau. Wenn du durchgespielt hast, kannst du dieses Ascension-Level machen, wo alles irgendwie stärker wird und schwieriger wird. Und der hat, ich glaube, mit 3 von 4 Charakteren hat der Ascension auf der höchsten Stufe. Also der ist ja, aber der durch. Hat auch 1000 Stunden gespielt. Der hat auch 1000 Stunden da reingeballert, ja. Sehr minimalistische Optik, ist trotzdem ein absolutes Suchtspiel. Slay the Spire. Mega geiles Spiel. Mega geil. Will ich nicht viel zu sagen. Also ich finde es krass, ich habe schon mal gesagt, wie viel Neues jetzt bei dir unten ist. Ich habe Angst, dass oben alles gleich geblieben ist. Gerade hast du gesagt, dass viele Spiele runtergewandert sind. Nein, es ist oben. Es hat sich einiges verändert. Ich blick bei dir nicht durch. Ich bin der Einzige, bei dem hier alles gleich ist. Offensichtlich. Kommt noch, ändert sich. Platz 42, neues Spiel. Die Definition der Einleitung der Indie Revolution und des Hardcore-Plattformers. Meat Boy? Ja. War der nicht letztes Mal schon dabei? Nein. Oh. Nein. Ich weiß, warum du glaubst, dass er letztes Mal dabei war. Oh, der Schmurek hatte den dabei. Der Schmurek? Ja. Echt? Ja. Ach stimmt, der Till. Und dann springst du, wenn du stürmst, dann siehst du deinen ganzen Meatballs da platzen. Also Meat Boy, mega wichtiges Spiel für die Indie Revolution damals gewesen. So roundabout 2010, 2011, da hat sich da ja sehr, sehr viel getan durch die neuen Digital Distribution Plattformen und Möglichkeiten. Und da sind halt ganz, ganz viele Studios entstanden, die heute einen mega, mega Impact auf die Spielewelt haben. Unter anderem halt Team Meat mit Super Meat Boy, das halt auch wirklich für alle Konsolen rausgekommen ist. Und das halt der Hardcore-Plattformer schlechthin ist. Du hast, so wie bei Hotline Miami, ein Short-Burst-Gameplay. Das heißt, wenn du stirbst, hast du einen Insta-Respawn und fängst von vorne an. Und die Level gehen in der Regel, wenn du jetzt einen Playthrough von einem Level nimmst, 20 Sekunden maximal. Aber dadurch, dass du halt so viele Fails hast, also es ist Trial and Error, du musst nicht nur den richtigen Weg erstmal finden durch die Gefahren, die sich im Level auftun, sondern du musst natürlich auch noch das perfekte Timing haben. Und wir reden hier tatsächlich nicht von Sekunden. Wir reden von Millisekunden. Du musst auf die Millisekunde genau wissen, wann du welche Aktion ausführst. Und dementsprechend zieht sich so ein Level dann halt auch mal in die Länge, weil du das halt x und ewig spielen musst, bis du einmal diesen Successful Try hast. Es hat mega viel Content. Ich habe noch keinen anderen Charakter angepackt. Es gibt mega viele andere Charaktere, die dann wieder sich komplett anders spielen, sodass du das Spiel im Grunde genommen von vorne anfängst und es ist ein ganz neues Spiel. Wie du alles lernen musst wahrscheinlich. Richtig, ich muss alles neu lernen und dann hast du es aber schon als Muscle Memory drin. So habe ich irgendwie keinen Nerv mehr zu. Es ist neulich Super Meat Boy Forever rausgekommen, ist der zweite Teil. Da haben sie ein bisschen was verändert. Das ist so ein Insta-Runner, also du rennst automatisch und musst nur noch Knöpfe drücken, um zu springen. Ich fand's auch mega geil, hat mich super geflasht Ende letzten Jahres. Kommt jetzt nochmal oder ist jetzt nochmal physisch rausgekommen bei Limited Run. Ich weiß nicht, warum die den ersten nochmal aufgelegt haben, das ist eine Frechheit. Weil ich find's gut. Du findest es gut, du konntest es dir jetzt holen. Ich hab's da hinten stehen und hab mir gedacht, was macht ihr, seid ihr behindert? Jetzt fangen die Limited Publisher auf einmal an, das, wo ganz klar gesagt wurde, das kommt nie wieder nie wieder physisch raus, legen die neu auf. Mhm. Ja. Ja, das ist ja momentan so oder so ein Trend. Ja, das Business geht hops, egal. Anderes Thema. Super Meat Boy, für mich einer der besten Plattformer, die es da draußen gibt und definitiv auch einer der schwersten. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ich sie dann nicht habe und dann auch endlich mal spielen kann. Ey, genieß es. Also es sind so gute Spiele, du wirst echt Fun dran haben. Ja. Ja. Damals, wo ich halt noch PC gespielt habe, bei Steam, hatte ich jetzt überlegt, ja, sollst du nicht? Ah, nee, komm, lass mal liegen. Irgendwann vielleicht mal, ja, jetzt ist irgendwann. Du kriegst auch diese geile Cover-Variante, wo Super Meat Boy und Bandage Girl sich wo die sich so umarmen, mega halt cool. So als 80er Jahre und das Cover, egal. Das Cover habe ich gesehen, das fand ich mega. Ja. Platz 42 ist Rockstar Games, ziemlich große Reihe von denen. GTA. Ja.
ich nehme hier aber GTA 5, weil das war der Teil, der mir jetzt von allen... So, Florian, jetzt kannst du auch wieder unsere Videos gucken. Der Teil, der mir am Ende doch am besten gefallen hat, zumal der einen der geilsten Nebencharaktere mit Trevor. Trevor! Oh. Der ist einfach nur abgefuckt, widerlich, aber trotzdem so super. Boah, Trevor, dieser Wichser, Alter. Allein wenn der dazu, wie hieß der Schwatte nochmal? Neger. Ja, wo der dann hinkommt, ey, mein N-Word, und dann will der über den Zaun springen und legt sich erstmal volle Möhre aufs Matt, ne, und dann haut er da die ganze Zeit irgendwelche blöde Sprüche raus, will dann auch ein Schwarzer werden im Prinzip, ne. Ist, allein die Einstiegsszene, wie Trevor vorgestellt wird, du siehst ihn wieder in einem Trailerpark, in so einem abgewrackten Crack-Trailerpark, eine alte Redneck-Schlampe von hinten fickt, und dann kommt ihr Freund an und sagt, Trevor, das kannst du nicht machen, das ist meine Alte und so. Und dann kommt sie dann, ey, hey, Bro, alles in Ordnung, soll ich lieber dich ficken? Und dann der Typ guckt ihn so, nein, Mann, Trevor, ich will, willst du Ärger, soll ich dich ficken? Komm auf die Knie, ich fick dich. Der Typ legt sich auf die Knie, Trevor stiefelt den Tod und geht zum nächsten Typ und der fragt, ey, wo ist denn XY? Und der sagt, hier, ich glaube, ich habe noch ein Stück von ihm in meinem Schuh. So wird der vorgestellt. Und schon Scheiß. Hat er gewonnen. Ne? Schon hat der Charakter gewonnen. Ja, ja. Der ist übrigens im Game Design so angelegt, dass der den Spieler dazu animiert, in Carnage zu gehen. Also bis dahin spielst du ja relativ normal, probierst dich an die Verkehrsregeln zu halten und so. Und die meisten Spieler, wenn Trevor ins Spiel kommt, fangen an auszurasten und einfach diesen typischen GTA-Flavor zu machen. Alles kaputt und Ärger und Stress. Geil. Was ich auch so geil fand, ich bin ja auch großer Fan von der Serie The Walking Dead. Und dann kam irgendwann die Negan-Story, dann war Simon dabei. Ich denke, den Typ kennst du doch. Ja, das ist der die Motion-Capture für Trevor gemacht hat. Ne? Der spielt bei The Walking Dead. Ich bin immer noch der Überzeugung, du würdest die Story lieben. Die ist großartig. Die ist großartig. Kann sein, ja. Aber ich werde mit Rockstar Games halt nicht machen. Weiß ich. Ich sage auch nur, du würdest die Story lieben. Kann gut sein, ja. Und die Welt. Das Spiel. Ich mache mit meinem Platz 41 weiter. Mein letzter Platz für diesen Teil des Videos und verrückt, das war auch letztes Mal mein Platz 41. Also da hat sich nichts verändert. Es sind wieder die 11-Bit-Studios. Da hatten wir ja das War of Mine schon vorne und diesmal ist es Frostpunk. Mega gutes Aufbauspiel. Mega gutes Aufbauspiel. Habe ich auf dem PC gespielt. Würde ich auch nur da spielen, weil es sehr viel Mikromanagement ist. Es spielt in so einem fiktiven um 1900 rum. Dass die ganze Welt eigentlich nur noch eine Eishölle ist und die letzten Menschen pilgern zu so einem Vulkan, wo der letzte große Reaktor steht, den man dann in Betrieb nimmt, und du musst um diesen Reaktor rum halt deine Stadt aufbauen. Ne? Und musst halt gucken, dass alle Häuser zumindest ein Minimum Wärme bekommen, dass da zumindest noch die Leute leben und arbeiten können. Und dann kannst du Expeditionen raus in die Welt schicken und dann kommt natürlich irgendwann auch eine Kältewelle, wo du dich darauf vorbereiten musst, Vorräte sammeln und so weiter. Und was dieses Spiel auch wieder für mich so heraussticht, ist halt das, was This War of Mine schon macht. Das hat diesen moralischen Aspekt, weil du dich relativ früh im Spiel entscheiden musst, welchen Weg gehe ich denn, damit meine Leute überleben. Du musst zum Beispiel Kinderarbeit zulassen. Und dann entscheidest du, müssen die wirklich auch jede knüppelharte Arbeit machen oder machen die eher so leichte Arbeiten? Dann musst du irgendwann entscheiden, streckst du die Suppe mit Sägespänen, damit die Leute irgendwie überleben. Und am Ende des Tages musst du dich halt entscheiden, machst du eher so ein, ich würde fast sagen, so ein Nazi-Regime. Also alles, was der Führer sagt, muss befolgt werden, und wer dem nicht folgt, der wird halt getötet. Oder machst du so ein Gott... Ding, das halt wirklich alles nur noch in Richtung Glauben geht, auch in Flagellanten und so weiter. Mega geiles Spiel von der Atmosphäre, auch richtig bedrückend und Frostpunk. Frostpunk. Kann man machen. Steht genauso wie This War of Mine da vorne im Regal. Werde ich bestimmt irgendwann mal. Hoffentlich. Angucken. Von der Couch aus. Do it. letzter Platz für mich. Ist ein alter Bekannter und es ist wieder 4-Player-Couch-Koop-Brüller, der mich hunderte Stunden entertaint hat. Diesmal auf dem GameCube. Das heißt, da war ich auch schon ein bisschen was älter. Da war so die Zeit zwischen Abitur und Studium und auch Anfang vom Studium. Boah, haben wir uns auf die Fresse gegeben. Okay. Boah, mit 4 Mann auf der Couch und Ausraster. Mega gutes Spiel. Def Jam. Def Jam, Fight for New York. Boah, ist das ein geiles Spiel.
Ich habe noch nie so gefühlt, wie Leute auf die Fresse kriegen, weil das haptische und das Soundfeedback so brachial ist von diesen mega Haymaker-Punches. Oder wenn du einen Kopf zwischen der Autotür Alter, ist das brachial. Ja, mega gut. Ich kann sogar tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, es ist gestiegen aus Gründen. Ich habe es nämlich letztes Jahr nochmal gespielt. Von vorn bis hinten, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nochmal hier Leute habe und mit denen zocken, will ich ja, dass alle Charaktere freigezockt sind. Also habe ich nochmal von vorn bis hinten durchgespielt, sogar der Story-Mode ist cool. Der ist mega cool. Ich habe den auch vor ein paar Jahren nochmal durchgespielt. Ja, ist cool. Und du bist, er ist Metaller. Und das ist das Coole an Def Jam. Das Spiel hat sogar Genre-Hasser, also Leute, die Hip-Hop und Rap echt nicht abkönnen, einfach von sich überzeugen können, weil es andere Qualitäten hat. Ja. Und zudem hat es halt für Leute, die aus dem Hip-Hop-Bereich kamen, noch Fanservice gehabt, weil du halt deine ganzen Stars da hattest, ne? Snoop. Wobei, Henry Rollins ist auch dabei und der ist stimmt. Ja eher so, ja, ein, ja. Ne? Ja gut, aber einer von 15 oder so, ne? Ja, klar. Aber nach wie vor auch heute noch grafisch und vom Gameplay-Aspekt, die Steuerung etc. Ja, mega. Vollkommen fantastisch spielbar, immer noch vollkommen up-to-date. Ja. Wer ein Gamecube oder eine PlayStation 2 zu Hause hat, ich glaube, Xbox wurde ausgelassen, ne? Ich glaub, ja. Gamecube oder PlayStation 2 auf jeden Fall reinschauen und auf der Couch auf die Fresse geben. Def Jam, Fight for New York. Ja. Cool. Platz 41 bezieht jetzt eine ganze Reihe. Wenn ich mir aber davon einen raussuchen müsste, dann wäre es Mario Kart Double Dash. Boah, Double Dash. Geil. Ja, das war für mich so ziemlich der geilste Mario Kart-Titel, weil du einfach halt mit den zwei Figuren im Rennen switchen. Einer schießt, einer fährt. Einer schießt, einer fährt. Das war super. Ist halt auch ein Spiel, was du perfekt auf der Couch mit vier Mann spielen kannst. Und so Mario Kart funktioniert einfach immer. Das ist ein Franchise von Nintendo, das geht einfach immer. Kannst gar nichts gegen sagen. Nee, kein anderer Fun-Racer kommt da auch nur im Ansatz ran, ne? Nee, nie. Also wirklich gar nicht. Ne? Und da denke ich mir immer so, das kann doch nicht so schwer sein, irgendwie ein Konkurrenzprodukt zu Mario Kart zu machen. Aber die fehlen alle. Es gab dieses Sonic Racer für die PlayStation. Diddy Kong Racer fürs N64. Wobei, das war geil. Ja, aber Diddy Kong Racer war geil, aber war kein Mario Kart. Aber es war geil. SpongeBob, Garfield, also auch große IPs teilweise, wo man sagt, da könnte man jetzt was rumschreiben. Crash Team Racing. Und es funktioniert, die kriegen es einfach nicht hin. Nein, es geht nicht. Mario Kart wird immer auf dem Thron sitzen bleiben. Ist so. Ja. Und die nehmen sich ja auch wirklich Zeit. Ne? Du hast dann den aktuellen Teil, der immer für 5, 6, 7, 8 Jahre hip ist. So, und in der Zeit machen die einfach den perfekten nächsten Teil. Ja. Aber auch in der ganzen Zeit funktioniert es. Ja. Ne? Ja. Wenn du dir auch allein mal, ich guck jetzt kein Bild oder so, aber wenn du dir trotzdem mal die Zuschauerzahlen bei den Spielen anguckst, dann ist es immer so. Das geht immer in den Top 10 drin. Ne? Ja. Das ist immer so. Super geil. Ja. Cool, das waren unsere ersten 10 Plätze. Einige Überraschungen dabei und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Hallo. Bis zum nächsten Mal.